Hallöchen, liebe Freunde auf dem Kanal vom PVP. Okay, servus, grüßt euch. Ja, weiter geht es hier mit Escape the Pacific. Überleben im Paradies, ne? So, wir sind zurück auf unserer Insel. Wir sind heil angekommen. Die zwei Truhen sind da. Und, wo habe ich es denn hingelegt? Da. Und der Schildkrötenpanzer, der hat es auch überlebt. Der ist nicht runtergespült worden. Das ist also schon mal ein gutes Zeichen. Vielleicht war ich ja drauf gesessen, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, das passt. Und dann werden wir uns jetzt in diesem Video, werden wir uns eigentlich nur damit beschäftigen, euch zu zeigen, wie man Materialien mit diesem kleinen Floß wieder zurück zu seiner Hauptbasis transportieren kann, weil ich weiß es selber nicht, ich muss mich überraschen lassen, Baumstämme etc., wie kann man die transportieren? Ja, schauen wir mal. Gut, ich lade jetzt erstmal alles ab und fahre dann natürlich wieder rüber, ohne Truhen, weil die Truhen lassen wir zu Hause, die brauchen wir momentan nicht, wir haben soweit eigentlich nichts Größeres zum Transportieren an Gerätschaften oder sowas. Okay, ja, dann mache ich natürlich jetzt für euch eine Pause, bis wir wieder drüben sind und bis wir anfangen, unser trübiges Material zu verstauen. Also, bis gleich, liebe Leute. Ja, weiter geht's mal ganz kurz. Was mir so aufgefallen ist in den Spielen hier, wir sehen hier immer mal mehr oder weniger Wolken. Wenn dann Blitz und Donner kommt, also sprich ein Gewitter, sei es jetzt mit oder ohne Regen, wäre es nicht schlecht, wenn das durch eine Schlechtwetterfront ja angezeigt werden würde, ne? Also massive Quellwolken und so weiter. Aber ich glaube, bei den Gewittern, die kommen, oder die jetzt hier in dem Spiel implementiert sind, da ist der Unterschied zwischen den Wolken nicht allzu groß. Also man kann es immer schlecht vorhersagen, ob irgendwo ein Gewittersturm aufzieht. Ich meine, da hinten schaut es ja eigentlich nicht so gut aus. Da links von uns, naja, schauen wir mal. Oder da vor uns zwischen den zwei Inseln. Ob das jetzt nur ein Wolkenband ist oder Schlechtwetterzone ist, die auf uns zukommt, weiß ich nicht. Aber ich habe definitiv eigentlich recht wenig Unterschied feststellen können in den Wolkengebilden. Also da müsste dann auch noch ein bisschen nachgearbeitet werden. Ansonsten, ja, passt es eigentlich ganz gut. Einmal hat sie das Spiel aufgehängt. Und einmal, wie gesagt, konnte ich meinen Rucksack und den Gürtel nicht aufnehmen. Da musste ich das Spiel abspeichern und neu starten. Dann ging's. Ist also auch irgendwo ein kleiner Bug drinnen. Stellenweise. Ja, ansonsten bin ich momentan noch zufrieden mit dem Spiel. Es macht Spaß. Ja, und bis wir jetzt da drüben sind, machen wir halt wieder eine Pause. So, Pause unterbrochen, weiter geht's. So, mit dem Transport von Utensilien. Also wir können dieses Wasserfass können wir fixieren. Den Kübel können wir nicht fixieren. Wir können die kleinen Truhen fixieren. Und das restliche Seil wieder wegpacken. Baumstämme können wir nicht fixieren. Wie es mit dem anderen Zeug ausschaut, weiß ich noch nicht. Keine Ahnung. Schauen wir einfach mal, wenn wir jetzt den jetzt hier drauflegen würden. Schauen wir mal so. Ach, bleib halt da. Bleib halt einfach da liegen. So, wenn wir den dahin machen, können wir zum Beispiel diesen Knotzen fixieren. Tun wir mal Seil nehmen, aufnehmen oder Verwendung. Also den können wir auch nicht
Den können wir auch nicht irgendwie festmachen. Ich probiere jetzt einfach mal was aus. So, wir haben ja den Kübel da. So, pass auf. Dann fliegt er weg. Mann. Und das andere fliegt auch weg. Warum kann man denn alles andere festmachen und das da? Voilà. Aber das ist frei. Schon blöd. So, wenn ich jetzt den da drauf lege. Das geht aber nicht. Nein, es geht nicht. Ups. Ach Mann. Das gefällt mir gar nicht. Ich will doch den Eimer transportieren. Schauen wir mal, ob wir mit dem Eimer drüben heil ankommen. Naja. Ich ahne fürchterliches, ich ahne echt fürchterliches. So, das Paddel, das macht eigentlich auch nicht mehr lang mit. Also werden wir dann nachher unser eigenes Paddel nehmen müssen. So, wir hüpfen jetzt hier drauf. Und paddeln wieder. In der Hoffnung, der Eimer ist dann nachher noch drauf. Was Wasser zu seicht, was soll der Schmarrn? Na, schauen wir mal, ob wir mit dem Eimer da drüben ankommen werden. Unser Paddel macht es auch nicht mehr lang mit. Ich hoffe, dass wir bis noch zu unserer Hauptbase rüberkommen. Ja, und bis das soweit ist, machen wir halt einfach wieder eine kleine Pause für euch. Ja, Pause beendet, ne? Wir steigen wieder ab. Na komm, steig ab und bring das Paddel weg. Das werden wir dann auch erledigen. Ihr seht den grünen Strich von dem Paddel. Also das taugt eigentlich jetzt nichts mehr. Also wenn wir jetzt nochmal rüberfahren würden, dann gebe ich Brief und Siegel, das Paddel würde dementsprechend kaputt gehen. So, dann drehen wir gleich mal unser Floß wieder um. Wieder in die Richtung. Und jetzt müssen wir mal schauen, müssen wir mal was ausprobieren, wenn wir uns eine große Truhe bauen, ob dann die Möglichkeit besteht, dass dann, da kommt. Weiter wegdrehen. So. So, also unser Floß liegt erstmal gut. Den Eimer, den haben wir gerettet und da ist jetzt Salzwasser drauf drinnen. Das ist hervorragend, ne? Mit dem leeren Eimer sind wir weggefahren und Salzwasser haben wir drin. Naja, dann stellen wir den einfach mit hier unten drunter. Dann kann nichts reinregnen und machen wir den. Hätte ich doch beinahe den großen Pott hier ausgeschüttet. Dann kann der mal so für sich dahin verdampfen. Der wird wahrscheinlich ein paar Wochen brauchen, bis er, ja, bis das Wasser verdunstet ist und sorry. Und dann Salz drinnen sein wird. So, jetzt nehmen wir das ab und nehmen das hier ab.
Achso, müssen wir erst wieder das Seil verstauen, bevor wir das wegnehmen können. Wieder verstauen. Naja, das ist halt auch ein bisschen umständlich gemacht. So, dann die kleine Truhe zur Aufbewahrung von was weiß ich, keine Ahnung. Die schmeißen wir auch erst einmal ins Haus. Da wollte ich eigentlich eine große Truhe hinstellen. Die kleine Truhe, die können wir auch unter das Fenster stellen. Da stört sie eigentlich niemanden, ne? Ja, die ist ja wirklich winzig, ne? Die ist ja wirklich winzig, ist die. Na, komm, mach keinen Ärger jetzt. Na, das war zu viel. Das ist auch mit den Tasten gewöhnungsbedürftig, das auszurichten. So, dann holen wir uns die nächste kleine Truhe. So, auf jeden Fall, wir leben ja noch. Das ist ja auf jeden Fall schon mal sehr, sehr positiv. Na komm, lass die Truhe fallen. So, und dann platzieren wir die da oben drauf. So, halbwegs gerade, ne? Und dann holen wir uns unser Wasserfass. Das ist natürlich das Optimale bis jetzt, was wir gefunden haben. Und das Wasserfass, das stellen wir natürlich draußen hin oder drinnen hin. Also draußen ist es genauso warm im Schatten. Ja, obwohl da der Schatten eigentlich nicht weit geht, ne? Ach, wir stellen jetzt die. Na, stellt's ab. Nicht schmeißen, stellen. Ach Mann. So, gut. Das passt erstmal. Jo, was haben wir sonst noch? Wir könnten eigentlich einmal den da hier, den könnten wir uns eigentlich mal nehmen. Ja, ich möchte eigentlich auch kein großes Transportfluss bauen. So, das kommt dann hier hin, damit wir immer genug Wasser haben. Ja. Also, wo ist jetzt mein anderes Paddel? Das ist das kaputte Paddel. Das könnte man eigentlich gleich, damit wir nicht mehr verwenden, können wir es eigentlich gleich kaputt machen. Dann kriegen wir auch wenigstens noch Holz zurück. Habe ich das andere Paddel da oben? Habe ich das andere Paddel? Das sollten wir noch schärfen. Wenn wir nämlich dann ein bisschen wieder Holz schlagen, damit unsere Axt schön scharf ist, hat auch bloß noch 91% Überlebenschancen, so gesehen. Okay, einstecken. Jo, dann wehre ich mich jetzt wieder auf den. Nein, ich mache mich jetzt nicht auf den Weg. Ich mache Pause für euch, denn ich überlege mir jetzt, ob wir uns ein etwas größeres Floß bauen sollten. In der Hoffnung, wir können dann Baumstämme transportieren. Aber ich möchte nicht unbedingt meine Ressourcen, die ich jetzt hier auf der Insel noch habe, verschwenden. Das heißt, wir werden drüben auf der anderen Insel, da haben wir ja noch. Vielleicht genug, um uns ein Floßmodul zu bauen. Lassen wir uns überraschen. Also mache ich jetzt erst einmal eine Pause für euch und dann schauen wir, wie es weitergeht. Ich weiß es selber nicht, ich lasse mich überraschen. Ach so, wie spät haben wir es denn? Die Schatten sind lang, die Sonne geht da hinten rum. Naja, wir könnten auf jeden Fall noch mal rüberfahren. Kokosnüsse haben wir da drüben genug. Einen Anzünder könnten wir uns auch bauen. Also wenn es so wäre, könnten wir da drüben übernachten. Jo, so denke ich mal, werden wir es machen. Wo habe ich denn jetzt das Paddel? Ach so, da oben. Okay, wir nehmen uns das Paddel. Paddel, komm, Paddel.
Paddel her zu mir. Ach so. Da legen wir das erst einmal hier ab. Ja, und immer dran denken, Leute, wenn ihr ins Wasser fallt, macht alle Taschen und Gürtel auf, schmeißt sie weg, lieber wieder neu machen, bevor ihr dann absauft, weil ihr kommt mit dem Zeug nicht mehr wieder nach oben. Jo, dann machen wir Pause und ich fahre wieder rüber. Ja, Freunde, weiter geht's, Pause beendet. Also ich habe jetzt mal ein Bündel Palmen hier auf das Floß gelegt, aber ihr seht hier, jedes Mal, wenn ich eine Ruderbewegung mache, rutscht das Palmenblatt, also das Bündel, rutscht es weiter zurück. Das heißt, ich werde dieses Palmenblattbündel verlieren. Es rutscht immer weiter. Das heißt, so können wir es nicht transportieren. So, und jetzt ist es jetzt schon runtergefallen. Man sieht es jetzt nicht. Da hinten hängt es noch. Ja, das ist natürlich nicht schön. Da macht es also... Also ich glaube nicht, dass das hält. Noch liegt es drauf. Aber ich glaube nicht, dass ich eine ganze Überfahrt damit zusammenbekomme. Also legen wir lieber wieder an. Vorsichtshalber. Ja, das ist da hinten, ne? Ja, wie soll man das dann da... Wie soll man das rüberkriegen? Das ist saublöd. Man kann es nicht festbinden. Ich weiß es nicht, wie man das schaffen soll. Also es geht wahrscheinlich nur, wenn man ein entsprechendes großes Floß eventuell baut. Na komm, leg dich doch dahin. Ansonsten sehe ich da momentan keine Chance, irgendwelche Sachen zu transportieren. Die Sonne geht bald unter. Ich habe deswegen auch hier schon mal Vorsorge getroffen, um hier zu übernachten. Ja, das ärgert mich jetzt eigentlich schon. Mal ein bisschen weiter hochlegen, nicht dass uns das noch wegschwimmt. Und das Floß sollten wir auch ein bisschen höher machen, aber nicht. Das ist der Möwenfelsen, ja. Das ist natürlich auch wieder ungünstig, dass ich so nah an dem Möwenfelsen dran bin. Na komm. Weil die Möwen ja dann nicht landen, und wenn Möwen nicht landen, bedeutet das, dass mir... Oh, wir können sogar fliegen. Latsch. Also, das ist ja auch ein schöner Bug hier, ne? Aber mir gefällt das Ganze jetzt nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, da muss der Entwickler auf jeden Fall nochmal Hand anlegen. Erstens mal bei dem Sprung hier. Das ist also blöd. Und zum anderen, dass man hier das nicht transportieren kann. Also ich werde versuchen, hier auf der Insel... ein Losmodul zu bauen. Das wird aber wahrscheinlich nicht mit dem Paddel gehen, da werden wir segeln wahrscheinlich müssen. Und das wird wahrscheinlich auf jeden Fall ein großes Problem werden. Denn Segeln ist in diesem Spiel hier überhaupt nicht einfach.
So, irgendwo hatte ich doch noch eine. Hier habe ich noch eine gehabt. So. Ja, nichtsdestotrotz. Wir sind jetzt bei 20 Minuten. Viel werden wir jetzt auch nicht mehr ausrichten können. Außer dass wir das Floß noch mal in die richtige Richtung drehen, damit wir wissen, in welche Richtung wir müssen. Mir fällt also momentan nichts ein. Lassen wir uns mal überraschen, ob das mit einem größeren Floß möglich ist. Ich meine, viel Material habe ich natürlich hier nicht mehr. Ja, gut, dann werden wir halt hier das Video erst einmal beenden mit der Möglichkeit, euch zu zeigen, was man transportieren könnte. Das haut also nicht so richtig hin, wie ich mir das vorgestellt habe. Und dann haben wir natürlich hier eine kleine Insel, die nicht viel bietet. Aber schauen wir mal. Vielleicht schaffen wir ja irgendetwas. Wer weiß, wer weiß. Also gut, dann sage ich danke fürs Reingucken. Daumen nach oben, Kommentar, wenn möglich. Ja, wenn es euch gefallen hat. Wenn ihr Vorschläge habt, sagt es mir. Oder ihr wollt speziell irgendwas sehen, dann versuchen wir darüber einen Guide zu machen. Ansonsten macht Werbung für meinen Kanal und schaut wieder kräftig zu. Das würde mich am meisten freuen. Und in diesem Sinne sage ich einmal Holdrio, bis zum nächsten Video. Tschüss, bye bye, arrivederci, euer PVB. Okay.